Dann über das Ergebnis der Unterredung. Herr Linz, Sie haben das Wort. Ich darf Sie auch alle hier bei der Pressekonferenz begrüßen und ganz herzlich auch die drei Berichterstatter hier im Raum. Ich darf am Anfang sagen, kurz und knapp, wir haben einen Deal. Gestern Nacht um kurz nach eins, glaube ich, ist uns allen klar geworden, diesmal schaffen wir es ziemlich sicher und heute wissen wir, dass wir es geschafft haben. Nach 3 Jahren über 25 Trilogen, 3 Supertrilogen, einem Jumbo-Trilog, tausenden Verhandlungsrunden, über 100 technischen Treffen mit einer jetzt ambitionierten Einigung ins Wochenende hinein. Ich bin der Meinung, das ist die ambitionierteste Reform seit der McSherry-Reform 1992. Die neue GAP ist mit dem Green Deal vereinbar und bringt Einkommens- und Ernährungssicherheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie eine neue soziale Dimension zusammen und macht die Landwirtschaft so zukunftssicher. Bei aller öffentlichen Diskussion um die Umwelt- und Klimamaßnahmen bin ich glücklich über die Einigung, da sie die Bäuerinnen und Bauern im Fokus hat und deren Wettbewerbsfähigkeit stärken wird. Denn wir brauchen Nachhaltigkeit in wirtschaftlicher, in sozialer und in ökologischer Hinsicht. Zu den Verhandlungen kann man sagen, sie waren hart. Wir waren uns definitiv nicht immer einig, hatten sehr kontroverse Diskussionen und zeitweise sah es wirklich nicht gut aus. Auch mussten wir manchmal doch die Minister auf der Ratsseite an den Vertrag von Lissabon erinnern. Ich meine damit, dass wir auf Augenhöhe mit dem Rat verhandeln. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Peter Jahr für die strategische Planung, bei Ulrike Müller für die horizontale Verordnung und bei Eric Andrieu für die Berichterstattung bei der gemeinsamen Marktordnung. Wir als Team, meine ich, haben gut zusammengehalten, haben gekämpft fürs Mandat des Europäischen Parlaments und ich meine, dass das Ergebnis sich durchaus sehen lassen kann. Und deswegen auch mein Appell nach Luxemburg, wo am Montag die Agrarminister tagen, dass sie dieses Ergebnis auch annehmen mögen. Es mag nicht perfekt sein, aber es ist aus meiner Sicht ein guter Kompromiss. Die GAP wird fairer, wird nachhaltiger. Sie stellt die Bäuerinnen und Bauern und ihre Leistungen und ihre tägliche Arbeit in den Mittelpunkt. Sie fördert gezielt kleine und Familienbetriebe. Sie unterstützt aus meiner Sicht dadurch auch attraktive ländliche Räume. Sie wird sozialer und sie wird die Landwirtinnen und Landwirte anspornen für noch mehr Umwelt- und Klimaschutz. Zu den Kernpunkten werden die Berichterstatter gleich das Wort nehmen. Ich nehme nur 3 wichtige Punkte, die Umverteilung, die Eco-Schemes und auch die Aufnahme der sozialen Dimension, glaube ich, sind die 3 wichtigsten. Jeder mag für sich die Elemente heraussuchen, die ihm wichtig waren. Aus meiner Sicht sind das die wichtigsten Errungenschaften, bedeutendsten, die das Europäische Parlament an Land gezogen hat. Ich will auch sagen, wenn wir die bisherigen Agrarreformen vergleichen, wenn man das Institutionengleichgewicht anschaut, ich glaube, so viel an einzelnen Elementen, auch an bedeutenden Elementen, hat das Europäische Parlament noch nie an Land ziehen können. Ein Verhandlungspartner auf Augenhöhe und deswegen glaube ich, dass wir sehr zufrieden sein können mit dem heutigen Ergebnis. Ich will es dabei bewenden lassen und jetzt würde Peter Jahr als erstes für die strategische Planung das Wort erhalten. Thank you very much. I would now like. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Herrn Jahr bitten, das Wort zu ergreifen. Bevor er sich äußert, möchte ich die Journalisten daran erinnern, wenn Sie Fragen stellen möchten an die Berichterstatter oder den Ausschussvorsitzenden, sollten Sie sich melden, sodass wir Sie sehen können und Ihnen das Wort geben können. Herr Jaas, bitteschön. Ich sage, heute ist ein guter Tag auch für uns alle, die das Dossier begleitet haben bis zum Schluss, aber auch für die europäische Landwirtschaft, weil wir haben Punkt 1, wir haben
gezeigt, dass wir liefern können und pünktlich liefern können gemeinsam. Bei allen Streitigkeiten zwischen Council und Kommission haben wir pünktlich geliefert. Und wir haben ja vor wenigen Wochen schon mal hier gestanden und mussten die Vertagung der Gespräche bekannt geben. Ich sag mal insgesamt wahrscheinlich ein lohnenswerter Lernprozess für alle Seiten, weil da hat uns ja gezeigt, wenn man aus dem Raum geht, muss man wieder reinkommen und es ist alles gut gelaufen. Was ist der zweite Stichpunkt? Wir bleiben ökonomisch, sozial und umweltgerecht. Womöglich ist der Agrarbereich der erste gesellschaftliche Bereich, der diese drei Dinge schon aus meiner Sicht schon länger inkludiert hat. Wir machen das weiter, ökonomisch, sozial und umweltgerecht. Und was wichtig ist, das ist so fast so ein Nebenergebnis, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wir wollen auch die neue Agrarpolitik, das sogenannte Deliver-System, abrechenbar machen. Also wir wollen und können vor allen Dingen zeigen, dass unsere Agrarpolitik erfolgreich ist, sowohl ökonomisch, sozial als auch umweltgerecht. Und wir müssen das nicht selbsternannten Experten überlassen. Das ist das wichtigste Nebenergebnis. Unser Ausschussvorsitzender hat schon gesagt, wenn man sich anguckt, was haben wir erreicht, die Umverteilung, es ist fast historisch. Es gibt eine verpflichtende Umverteilung. Wenn man so will, 10% der ersten Säule müssen umverteilt werden, von groß nach klein. Oder die Mitgliedstaaten finden andere geeignete Maßnahmen. Gab es noch nie. Riesenerfolg. Uns ist auch wirklich gelungen, das meiste Kleingedruckte rauszuverhandeln, was ja, wenn man sich die anderen Instrumente Kappung, Degression anguckt, die strotzen dann nur von Kleingedruckten. Das ist ein guter Beitrag, ein guter Anfang, da weiterzuarbeiten. Wir zeigen nach außen auch den Umweltbeitrag mit den neuen Eco-Schemes. 25% im Durchschnitt mit einer kleinen Anlernphase. Gut, ich bin ehrlich, wir haben dem Rat noch 5% geschenkt über all die Jahre. Das ist akzeptabel. Wir sind ja beide im Lernen. Und ich höre übrigens zu denen, der sagt, wir werden irgendwann zum Zeitpunkt kommen, wo wir feststellen, die Mitgliedstaaten werden sagen, wir hatten nur 25% eingeplant und die Landwirte greifen so dolle zu, dass das Geld zum Schluss gar nicht reicht. Wäre ein guter Nebeneffekt. Und wir haben einen sehr guten Kompromiss gefunden zwischen der sogenannten Konditionalität, das, was die Landwirte verpflichtend für die Basisprämie machen müssen, und den Eco-Schemes. Und für mich auch der Beweis, dass schon mit der Basisprämie eine ganze Menge Umwelt- und klimarelevante Leistungen erbracht werden müssen. Und das vielleicht zum Anfang. Also, wir stellen um, wir haben pünktlich geliefert. Und das Wichtigste, was für die Landwirte immer gilt, egal was da kommt, sie müssen sich darauf einstellen können. Sie können das jetzt machen. Wir haben die Übergangszeit bis 2023. Und vor allem die Mitgliedstaaten können rechtzeitig die nationalen Strategiepläne entwickeln, aufschreiben, genehmigen lassen, weil das ist im Prinzip das wichtigste Umsetzungsinstrument zwischen der Reform und dem Landwirt, stehen dann die nationalen Strategiepläne. Und da wünsche ich uns dann gemeinsam weiterhin viel Erfolg. Thank you very much. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich Frau Müller bitten, das Wort zu ergreifen. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auch von unserer Seite, dass wir natürlich so erfolgreich abschließen konnten. Und ich habe jetzt große Hoffnungen, dass wir diesen Beschluss im Agri-Ausschuss bestätigt bekommen und hinterher dann im Plenum eine gute Mehrheit bekommen für diese neue gemeinsame Agrarpolitik. In meinem Bericht Horizontale Verordnung, Finanzierung, Verwaltung und Kontrolle ist maßgeblich das neue Liefermodell verankert. Wir haben die Struktur dafür geschaffen. Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, dass die Mitgliedstaaten gewisse Flexibilität bekommen, dass sie auch sicher sein dürfen, keine Mittel zu verschenken, keine Mittel zurückzugeben. Wir haben diese Flexibilität in dem System erreicht. Und wir haben geschaffen, dass wir sehr viel Transparenz erreicht haben. Transparenz für die europäischen Bürger, um tatsächlich den Endbegünstigten mitzuerkennen, aber natürlich auch Transparenz gegenüber der Verwendung der europäischen Gelder und auch in der Maßnahme, dass wir Korruption und Missbrauch bekämpfen. Das war ein wichtiger Bereich. Heute durften wir noch über die neue Agrarreserve verhandeln und ich glaube, gerade auch das war heute ein sehr erfolgreicher Tag für die europäischen Landwirte, weil wir es nämlich erreichen,
erreicht haben, dass wir nicht das Geld mit dem Rollover auffüllen, sondern aus den übrigen Haushaltsresten verwenden und das zurückbehaltene Agrargeld von den Landwirten tatsächlich dann an sie ausbezahlen können im Jahr 2023. Das ist ein Riesenerfolg, wenn hier tatsächlich Gelder an die Landwirte zurückfließen und direkt zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich auch als Renew Europe aktiv mitgearbeitet in den Strategieplänen. Und ich möchte schon sagen, dass diese erweiterten Eco-Schemes uns enorm wichtig waren, dass wir auch die Flexibilität haben, wenn Mitgliedstaaten mehr machen für die Natur, für die Umwelt, für den Naturschutz, dass sie dann auch dementsprechend das in der Landwirtschaft honorieren dürfen. Und ich bin sicher, dass unsere europäischen Landwirte bereit sind, hier diese ganzen Maßnahmen zu wählen und unsere Agrarpolitik tatsächlich grüner machen. Also das ist ein enormer Erfolg. Dieser Erfolg dieser erweiterten Eco-Schemes bedeutet auch, dass Länder, die in der zweiten Säule massiv viel Geld investieren, wo viele Hektare schon unter Naturschutz stehen, weiterhin den Schutz haben und diese Programme weiter nutzen können. Ich denke, wichtig ist für mich als Frau natürlich, Peter, auch danke an dich als Berichterstatterin, als Berichterstatter, die Verankerung der Frauen jetzt in unserem neuen Bericht. Das ist wirklich sehr wichtig, weil wir ja inzwischen mehr Betriebsleiterinnen auch haben, die hier Verantwortung übernehmen. Und ich denke auch gerade die Definition vom aktiven Landwirt oder eben auch das Junglandwirteprogramm zeigt, wie zukunftsgerichtet die europäische Agrarpolitik sein möchte, um letztendlich auch den Generationsübergang hinzubekommen. Im Großen und Ganzen glaube ich, mit meinem Bericht die Struktur, mit der Transparenz, mit der Flexibilität, aber auch mit der Verlässlichkeit für die Landwirte haben wir jetzt eine Basis kreiert, die wir natürlich noch in den letzten Guss ausarbeiten müssen. Die großen wichtigen politischen Entscheidungen sind heute getroffen und darauf bin ich sehr stolz, dass ich als Bäuerin hier auch mitarbeiten durfte und gestalten durfte. Und ich stehe Ihnen jetzt sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Thank you very much. And now I would like... Vielen Dank. Jetzt möchte ich Herrn Andrieu bitten, das Wort zu ergreifen. And by the time he does that, Ja, und bis er hier ist, möchte ich die Journalisten daran erinnern, dass wenn sie eine Frage stellen möchte, sie auf den Raise Hand Button drücken müssen. Wenn das dann gelb wird, sehen wir, dass Sie sich gemeldet haben. Herr Andrieu, ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen. Es ist ein wichtiger Moment. Peter und Ulrike haben es gesagt. Wir befinden uns am Ende zahlreicher Jahre der Verhandlungen. Im Jahr 2018 waren wir schon alle da. Ja, alle vier waren wir hier schon dabei bei den Verhandlungen. Endlich sind wir am Ende angelangt. Das ist das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den beiden Gesetzgebern, Rat und Parlament. Ja, ich werde mich auf meinen Bericht konzentrieren. Jeder stellt seine Arbeit vor. Ja, diesmal war es eine besondere Zusammensetzung. Sie wissen ja, die Verhandlungen verfolgt haben. Die Europäische Kommission 2018 hat einen ersten Text vorgelegt und da stand praktisch nichts drin zum Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation. Der Rat hat dann auch nicht viel gesagt. Wir haben also verhandelt fast ausschließlich von Anfang an über die Vorschläge des Europäischen Parlaments, denn uns schien es damals wichtig. Da war die Rede von biologischer Vielfalt, von Green Deal, dass das Verhältnis zwischen Landwirtschaft, der Umwelt und Welthandel wichtig war. Der Inhalt der gemeinsamen Marktorganisation musste verbessert werden, damit die moderne Landwirtschaft sich anpassen konnte an den gegenwärtigen Kontext. Und das ist das erste Mal seit langer Zeit, seit es die GAP gibt,
möchte, dass wir nun mehr Regulierung haben statt eine Deregulierung. Das muss betont werden zu dem Zeitpunkt, zu dem wir die Ergebnisse nun vorlegen. Ja, ich möchte das jetzt nicht lang ausbreiten, das wäre zu lang, aber doch ein paar allgemeine Hinweise. Erstmal Umgang mit der Landwirtschaftskrise. Wir wissen, ob man nun links, rechts oder Mitte verortet ist, unabhängig von ideologischen Positionen. Die landwirtschaftlichen Märkte sind strukturell instabil und in unseren Arbeiten, und der Rat hat uns da auch Gehör geschenkt. Es ist uns gelungen, sämtliche Krisenbewältigungsinstrumente hier zu reformieren. Von nun an wird es so sein, dass diese Instrumente sehr viel einfacher in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel freiwillige Produktionssenkung, das ist einfacher. Es werden Beobachtungsstellen eingerichtet in sämtlichen Sektoren. Das war gar nicht so selbstverständlich, um früh eingreifen zu können, bevor die Krise dann sich ausbreitet. Und dann auch die Sicherheitsnetze, das wird ebenfalls verstärkt. Und dann die Aufsicht, die wirksamer wird über die Märkte, um vorzugehen gegen Finanzspekulation. Das wollten wir, das haben wir erreicht in den Verhandlungen. Die Sektoren, die besonders gut weggekommen sind, denn nach langen Verhandlungen, können Sie sich vorstellen, haben wir die Genehmigung für Rebanbauflächen verlängert bis zum Jahr 2045. Gibt es einen Übergang zu einem völlig Getränken ohne Alkohol oder teilweise ohne Alkohol. Dann ging es auch darum, die Verbraucher besser zu informieren. Wir werden also auch auf den Etiketten den Energiegehalt angeben, die Inhaltsstoffe und der Nährwert werden angegeben werden, sodass die Verbraucher informiert sind. Es ist nun auch möglich, dass loser Wein, ja, also Entschuldigung, jetzt geht es etwas in technische Details, dass da verhandelt werden kann. Das war wichtig für die Sparte. Also das sind wichtige Elemente auch für den Weinanbau. Dann Pestizidrückstände. Das ist ein großer Schwerpunkt gewesen in meinem Bericht. Sehr viele eingeführte Produkte umfassen heute noch Pestizidrückstände, die in der EU verboten sind. Das war für uns inakzeptabel. Das wollten wir gleich mit reinnehmen in die GMO. Der Rat hat sich unseren Vorschlägen immer verweigert. Es war aber durchaus möglich. Und das war nun ein Gegenstand des Kompromisses. Geht auf unsere Initiative zurück. Wir haben darauf gedrängt, dass die Kommission sich einbringt, sodass in den nächsten Monaten im Rahmen des Ansatzes Farm to Fork hier stärkere Vorschriften vorgesehen werden, sodass das dann eingeht in europäische Rechtsvorschriften. Wir haben nun eine klare Zusage, eine verpflichtende Erklärung der Kommission, einseitige Erklärung. So haben wir jetzt wirklich Ergebnisse erzielen können. Und jetzt die Erzeugerorganisationen, da haben wir einen großen Schritt vollzogen. Der gesamte Sektor wird die Möglichkeit haben, die Produktvolumen zu gestalten bei den geschützten Ursprungsbezeichnungen, geschützten geografischen Angaben, zum Beispiel Schinken. Das ist sehr wichtig für die Landwirtschaft in der gesamten Europäischen Union. Und zum Schluss dann zur besseren Berücksichtigung der Nachhaltigkeit haben wir die Akteure in der Produktion hin bis zum Vertrieb. Sie können sich gemeinsam verständigen, auch eine Verbesserung des Tierschutzes. Und jetzt biologischer Landbau, Biomilch, da werden wir die Preise verlangen, und das biologische Saatgut ist auch angesprochen worden. All das gehört zur GMO, und somit können wir heute sagen, wir haben fast bei null angefangen haben und jetzt aber viel rausgeholt für die 12 Millionen Bäuerinnen und Bauern, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger und für die Umwelt in der Europäischen Union. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. Vielen Dank. Jetzt geht das Wort an unsere Journalisten. Zunächst Herr Majowski von der dpa. Bitte.
Ich würde die Frage gerne auf Deutsch stellen. Fragen, und zwar einmal kann man schon sagen, wie viel Geld konkret ungefähr in den kommenden Jahren, also 2023 bis 2027, in die Eco-Schemes fließt und inwiefern profitieren ausländische Saisonarbeiter von der sozialen Konditionalität. Vielen Dank. Peter, soll ich ganz kurz? Ja, dann mache ich die erste. Geld bei den Eco-Schemes. Wenn man sagt, wir haben uns ja auf 25% geeinigt, dann sind es eigentlich Pi mal Daumen 50 Milliarden, wenn man die fünf Jahre zusammenrechnet. Wir sind ja schon in der Finanzierungsperiode, also muss man die Jahre 21, 22 abrechnen. Also 50 Milliarden, aber mindestens 48 Milliarden, wenn man sozusagen die Flexibilität, diese 5%, die Peter Jahr vorher erwähnt hat, dann noch abzieht. Darf dabei erwähnen, der Rat, wenn man es ganz genau nimmt, ist mit 3x20 gestartet, weil er ja zwei Lernjahre hatte, ohne ein Minimum Level. Und wenn man das zusammenrechnet, ist der Rat mit einem Minimum-Level von 24 Milliarden gestartet, einem Höchstvolumen von 40 Milliarden. Wir als Parlament sind mit 60 Milliarden gestartet und geeint haben uns sozusagen jetzt auf den Korridor zwischen 48 und 50 Milliarden. Ich glaube, da sieht man, dass das Europäische Parlament da sehr gut verhandelt hat. Zur sozialen Konditionalität, Peter Jahr. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sprechen auch lieber von der sozialen Dimension. Man muss einfach noch mal wissen, als Vorerklärung, wie die Ausgangslage war. Wir als Parlament hatten ein großes Interesse, auch die soziale Dimension in die Agrarpolitik mit einzubringen, weil wir ganz einfach wissen, da ist nicht alles in Ordnung, was da stattfindet. Ich möchte in Klammern nur bemerken, müssen nicht aufpassen in der Berichterstattung. Geht es um Verarbeitungsbetriebe oder um Landwirtschaft, das nur als Hinweis, weil wir können uns ja nur im Rahmen der Agrarpolitik mit Empfängern Landwirtschaft beschäftigen. Zweiter Punkt zur Ausgangslage. Die Mitgliedstaaten am Beginn der Verhandlungen natürlich haben da völlig blockiert. Eigene Zuständigkeit hat Brüssel nichts zu sagen. Wir organisieren unser Arbeits- und Sozialrecht selber, steht ja auch überall in den Verträgen. Was wollt ihr eigentlich von uns? Insofern ein Riesenerfolg, erstmal diesen Begriff anzuschieben, und ich gehe immer zu denen, der auch geduldig ist und sagt, alleine schon, dass wir die soziale Dimension haben, dass wir einen Prüfauftrag mit eingebaut haben, der da durchgeführt ist, der auch sanktionsbewährt ist. Wir haben dafür gesorgt, ohne zusätzliche Bürokratie. Ist eine gute Nachricht. Und nun kann man natürlich gucken, Stichwort ausländische Saisonarbeitskräfte. Ich gehe fest, dass die nicht inkludiert sind in dem berühmten Anhang. Aber ich denke schlicht und ergreifend, wenn die soziale Dimension auf die Schiene gebracht ist, dann fängt die an mit Laufen. Und in diesem Diskussionsprozess werden wir alle noch was gewinnen. Also bitte ein bisschen um Geduld. Ausgangslage war an sich so, wo wir uns unter Kolleginnen und Kollegen das erste Mal darüber unterhalten haben, ganz am Beginn, haben wir gesagt, das kriegen wir nie durch. Also ein Riesenerfolg, die soziale Dimension in der Agrarpolitik im positiven Sinne zu platzieren. Und da bitte ich auch ein bisschen um Geduld. Lass das neue Kind erstmal groß werden in der Reform, denn Anfang ist gemacht. Die nächste Reform kommt bestimmt. Und wir haben dann auch durch diesen Dialog auch Analysenergebnisse. Und es wird sich da garantiert einiges verbessern. Ja, ganz kurz. Zur sozialen Konditionalität. Das hört sich sehr förmlich an, aber für uns war das wirklich auch bei der S&D, bei den Sozialdemokraten, die Priorität. Und da möchte ich wirklich noch einmal unterstreichen, dass hier wirklich außerordentliche Arbeit geleistet worden ist bei diesem Thema. Auch dank unserem Hauptberichterstatter. Weil zuvor gab es einfach
gar nichts in dieser Richtung. Und jetzt haben wir es geschafft, mit der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik diese soziale Dimension hinein zu bekommen. Und für uns, wir sind da wirklich stolz drauf, das muss ich mal im Namen der Fraktion sagen. Und wir haben uns hier wirklich auch unter der Verantwortung von Peter Jahr alle gemeinsam als Team dafür eingesetzt. Und das ist wirklich eine große Errungenschaft. Vielleicht darf ich auch noch kurz ergänzen zur sozialen Dimension. Wir waren ja gestern wirklich dabei, diese ausländischen Saisonarbeitskräfte mit aufzunehmen, mussten uns allerdings dann auch von den Juristen erklären lassen, dass es nicht so leicht ist, weil wir in den Mitgliedstaaten so unterschiedliche Bedingungen haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier auch eine neue Studie veröffentlicht bekommen, wenn wir hier tatsächlich auch dann alle die Daten, die vorliegen, ausgewertet werden und wir glaubhaft von allen Mitgliedstaaten mit versichert bekommen haben, dass sie sich der sozialen Dimension annehmen und die Agrarpolitik tatsächlich nachhaltig wird, sozial, ökologisch und wirtschaftlich ist, dann glaube ich, müssen wir jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Vor einem halben Jahr hätten wir nie gedacht, dass das von Seiten des Rates wird. Und ich war gestern dabei und wir haben glaubhaft erklärt bekommen, was es für Hürden sind, die wir hier nehmen müssen. Und ich denke, was jetzt erreicht worden ist, ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und lieber gut solche Dinge umsetzen und dann richtig, als wie jetzt vorschnell irgendwas reinschreiben, wo dann rechtsverbindlich keine Gültigkeit hat. Thank you very much. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Axel für die Allgemeine Zeitung aufrufen, bitte. Perfekt. Axel Mönch. Frage an Herrn Jahr, also Axel Mönch, Agrarzeitung. Es besteht der Eindruck, dass das Parlament jetzt auch in der Schlussphase eher in der Rolle des Nachgebenden war. Sie werden diesen Eindruck wahrscheinlich nicht teilen und deswegen würde ich gern von Ihnen wissen, was Sie in der Nacht heute nochmal an wichtigen Punkten durchsetzen konnten und zwar wirklich nicht so allgemein gefasst, sondern sehr konkret gegenüber diesem doch sehr feststehenden Vorschlag der Präsidentschaft. Und zweitens zum Green Deal. Da hat ja Timmermans immer gefordert, dass auch die Ziele aus dieser Farm-to-Fork-Strategie sofort in die nationalen Strategiepläne eingebunden werden. Die Mitgliedstaaten möchten da auf jeden Fall erstmal das Gesetzgebungsverfahren abwarten. Auf welcher Seite stand da das Europaparlament in dieser Kontroverse? Et deuxièmement, si je peux, une question pour... Und dann an zweiter Stelle eine Frage an Herrn Andrieu. Da geht es um den Zucker. Können Sie uns hier das Ergebnis mitteilen? Ist der Zucker jetzt ein Interventionserzeugnis? Wenn ja, warum haben wir jetzt hier die Marktordnung? Es wurde ja vor einigen Jahren die Marktordnung für Zucker reformiert und da wurde liberalisiert. Und weshalb geht das jetzt wieder in die andere Richtung? Danke. Die erste Frage lässt sich, vielen Dank für die Frage, die erste lässt sich ganz schnell beantworten, indem man sich die Konfliktpunkte anguckt, warum wir beim letzten Mal die Trilogverhandlungen vertagen mussten. Das erste war ja das berühmte Eco-Schemes Ringfencing und unser Ausschussvorsitzender hat es schon gesagt, gut, man muss berücksichtigen, wo kamen eigentlich die Länder her, aber man haben das letzte Angebot. Wir haben immer so gerechnet, 25% ist die Mitte zwischen 20% und 30%. Wir wollten das 5 Jahre lang haben. Also rechnet man ganz einfach mit 125 Prozentpunkten, um zu sehen, ob dieses Offer ehrlich gemeint ist oder nicht. Und ich muss sagen, dass das letzte Angebot war so unterirdisch, dass die Mitgliedstaaten zwar eine Anlernphase akzeptiert haben, aber nicht mit einer Mindestanforderung. Und wir sind dann je nach Berechnung entweder bei 80 Punkten oder noch weniger gelandet. Das war einfach nicht annehmbar. Jetzt haben wir eine Anlernphase. Also wir haben 25% ist gesichert. Wir haben eine Anlernphase von den ersten beiden Jahren von jeweils 20%. Also mindestens 20% müssen wir bringen. Über eine Besonderheit auch noch. Alle Mitgliedstaaten müssen von Anfang an so planen, dass sie 25% erreichen. Das war im letzten Papier nicht gegeben. Floor 20%, also mindestens 20% müssen sie erreichen. Und sie dürfen im
in der gesamten Laufzeit maximal das Gesamtziel um 5% verfehlen. Das heißt, wer wirklich diese Anlernphase vollumfänglich nutzt und nur immer 20% erreicht, muss 5% dann in den nächsten Jahren dann ganz einfach nachholen. Also selbst im negativsten Sinne, wir haben 125 gefordert und haben dann 120 erreicht, also ein Riesenerfolg. Also rein mathematisch kann man das nachweisen, ein Riesenerfolg oder zugehen auf die Riesenerfolg, zugehen auf die Parlamentsposition. Also eindeutig. Der zweite Hauptgrund des Scheiterns war, wir hatten zwar akzeptiert, beidseitig Kompromisse erzielt, da ging es um die Umverteilungsprämie, 10% verpflichtende Umverteilung, aber hier wollte uns der Rat ein Angebot machen, wo er sich selber wieder die Umverteilung ja aushebeln konnte. Bitte locker gesprochen, konnte der Mitgliedstaat dann selber entscheiden in seinem Mitgliedsland, wenn er sich seine Agrarstruktur anguckt und feststellt, alles ist in Ordnung, braucht er keine Umverteilung machen. Und hat dann, das könnten wir nicht akzeptieren. Auch hier ist das Mandatory, das Verpflicht, die verpflichtende Umverteilung ist geblieben. Es darf auch durch andere geeignete Maßnahmen derselbe Effekt erreicht werden, aber der muss dann von der Kommission wieder genehmigt werden und muss in den nationalen Strategieplänen dargestellt werden. Und das war an sich die, das waren die Hauptkonfliktpunkte und da möchte ich mich in Einzelnen gar nicht einlassen. Also ich sehe das an sich so, dass wir hier, also in den wichtigsten Punkten musste sich der Rat aufs Parlament zubewegen. Der Ausschussvorsitzende hat es gesagt. Es war womöglich auch ein Phantomschmerz des Rates. Ich glaube, ernsthaft hat der Rat seinerzeit gar nicht damit gerechnet, dass das Parlament auch mal Nein sagen könnte. Insofern hat uns das auf Augenhöhe gebracht. Und wenn man auf Augenhöhe weiterverhandelt, dann wird das Ergebnis oftmals auch vernünftiger. Und das haben wir erreicht. Zum Green Deal Alignment würde ich sagen, stand das Parlament zwischen dem Rat und der Kommission, also insbesondere Herrn Vizepräsident Timmermans. Wir haben durchaus mit dem Rat geteilt, dass es klar ist, es muss ein Gesetzgebungsprozess stattfinden, der dann implementiert wird in das Basisrecht der gemeinsamen Agrarpolitik. Aber uns war es wichtig, auch die Strategien, dass sie Erwähnung finden und dass sie einen Beitrag leisten, dass die GAP einen Beitrag zu den Strategien leistet. Wir haben uns am Ende noch haben wir diskutiert, ob sie einen Beitrag leisten sollen oder ob die Gesetzgebung dann konsistent sein muss, ne, die GAP-Gesetzgebung mit dem Green Deal Alignment. Da konnten wir uns durchsetzen. Am Ende standen beide Wörter drin, aber die Konsistenz ist natürlich ein sehr viel stärkerer Begriff mit der Green Deal-Gesetzgebung und dann eben die Umsetzung in der GAP. Also auch da meine ich am Ende ein Erfolg für das Europäische Parlament. Erik, hier. Ja. Merci, Norbert. Ja, vielen Dank. Jetzt zur Frage des Zuckers. Also der fällt jetzt unter Artikel 11 der Intervention. Europäische Parlament hat ja in seinem Mandat vorgeschlagen, vier Erzeugnisse in die Intervention aufzunehmen, darunter eben auch den Zucker. Und wir haben dann jetzt in der ersten Etappe die ersten drei Erzeugnisse aufgegeben, aber am Zucker haben wir festgehalten. Und letzten Endes ging es ja darum, zuerst sind ja die Quoten abgeschafft worden. Und gab es wirtschaftliche Probleme. Und das wurde auch immer wieder in den Gesprächen, auch während des Trilogs, in den Verhandlungen wurde deutlich, dass wir hier Sperrminoritäten hatten, um den Zucker in die Intervention zu nehmen. Da gab es dann also, wie gesagt, die Sperrminderheit im Rat. Und wir haben dann also gesagt, gut, wir unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung, Rat, Kommission und Parlament. Und da wird eine Studie berücksichtigt, die wir im Herbst durchführen möchten. Und da geht es dann also um hochrangige Analysen und es wird an Vorschriften gearbeitet, wie wir im Rahmen der gemeinsamen Marktordnung den Zuckersektor unterstützen können. Letzten Endes
haben wir dann also vom Parlament mit unserem Mandat eingebracht, dass wir so zu einem Kompromiss kommen und dass letzten Endes der Zuckersektor unterstützt werden kann. Vielleicht nochmal die Ergänzung zum Green Deal Alignment von meiner Seite. Der Green Deal und eben auch das Paris Agreement ist in unserer Fraktion natürlich ein sehr wichtiger Aspekt gewesen mit dem Umweltausschussvorsitzenden. Und wir hatten hier tatsächlich ständig einen engen Austausch auch mit dem Envi Committee, um hier dann auch Mehrheiten letztendlich für unsere Beschlüsse zu bekommen. Und ich glaube, die Basis, die wir jetzt gefunden haben mit diesen Worten, die der Vorsitzende genannt hat, das ist sehr gut und ist sehr wichtig. Und von unserer Seite wurde es mal sehr positiv aufgenommen. Also ich kann sagen, da hat sich das Parlament sehr wohl durchgesetzt mit dem Wording. Und darauf können wir auch berechtigterweise stolz sein. Das wird auch dem europäischen Bürger gerecht, der sich mehr Klimaschutz wünscht, mehr Umweltschutz wünscht. Und wenn dann die Gesetze verabschiedet sind, müssen sie auch in die künftige GAP implementiert werden. Thank you. Vielen Dank. Jetzt geht das Wort an Lee von Mediapart. Können Sie bitte auf den Speak-Button drücken? Ja. Ich möchte die Frage auf Französisch stellen. Wir haben jetzt Artikel 128 bis, da ist ja jetzt gerade auch von Herrn Andrieux etwas gesagt worden. Weshalb ist das jetzt nicht wirklich direkt schon in der GAP erreicht worden? Weshalb ist das jetzt erst einmal ein Versprechen der Kommission? Woran lag das? Lag das am Rat? Lag das an einigen Mitgliedstaaten, die sich jetzt hier wirklich dieser Zusicherung, dieser Zusage in der GAP widersetzt haben? Dann eine zweite Frage. Können Sie uns noch ein Beispiel geben? Und zwar Maßnahmen, die jetzt hier auch wirklich ein Beispiel dafür sein können, wie man auf die Ziele des Green Deal hinarbeitet. Der ist ja jetzt sozusagen in die GAP integriert worden und dafür würden wir gerne ein konkretes Beispiel hören. Dankeschön. Merci de la question. Danke schön. Also zur Frage Artikel 128 bis, das war für das Europäische Parlament ein wichtiger Artikel, in der Tat. Was jetzt hier vereinbart worden ist, ist, dass alle Änderungsanträge des Parlaments, das hatte ich ja auch schon einmal angesprochen, also dass alle Änderungsanträge des Parlaments, die man sozusagen als inkompatibel mit der gemeinsamen Marktordnung erachtet hat, erst einmal herausgenommen hat und dass man diese in Form dieser gemeinsamen Erklärung abgearbeitet hat. Dass wir also hier eine gemeinsam unterzeichnete Erklärung der Kommission, Rat und des Parlaments haben. Und hier wird ganz klar eine Absichtserklärung abgegeben, dass man die Regeln dann innerhalb der Welthandelsorganisation in diese Richtung hin auch weiterhin weiterentwickeln möchte. Das heißt also, der Artikel 128 bis ist jetzt nicht direkt inkompatibel, aber letzten Endes ist er nicht ganz kompatibel mit den Regelungen der Welthandelsorganisation und deswegen müssen wir das sozusagen als, wie kann man es beschreiben, anders festhalten, weil letzten Endes geht es ja hier darum, dass wir durch die Zielsetzungen zur Reduzierung der Ausbringung von Pestiziden ein Element festlegen möchten, mit dem wir natürlich auf unsere Umweltziele hinarbeiten können, das aber so klassifiziert werden muss, dass wir letzten Endes hier in keine Widersprüche und Probleme mit der Welthandelsorganisation kommen. Und letzten Endes ist hier die Position des Parlaments nicht akzeptiert worden. Letzten Endes handelte es sich aber wirklich um grundlegende Maßnahmen für die Landwirte, für die Gesellschaft, für den Schutz der Umwelt. Und da haben wir uns letzten Endes im Parlament einstimmig dafür eingesetzt, gegen Kommission und Rat, dass wir diesen Artikel beibehalten können. Weil hier geht es ja letzten Endes darum, ein Gleichgewicht zu finden. Ein Gleichgewicht auch für die Landwirte, die zum einen
die Ökostandards in der Europäischen Union anheben möchten. Das heißt, wir können natürlich auch nicht akzeptieren, dass hier jetzt zum Beispiel Erzeugnisse importiert werden, die nicht unter gleichen Bedingungen erzeugt worden sind, wie sie in der in der Europäischen Union gelten. Und deswegen haben wir jetzt, nachdem es hier zu einer absoluten Blockade kam, als Instrument, um das zu entblockieren, diese gemeinsam unterzeichnete Erklärung vorgeschlagen. Und letzten Endes hat man jetzt dann beschlossen innerhalb der Kommission, dass man diese Frage dann auch wiederum in der Farm-to-Fork-Strategie aufgreifen wird. Es geht also letzten Endes darum, dass wir das institutionelle Interesse erklärt haben, dass wir auch vor dem Hintergrund der internationalen Regelungen all das noch einmal überarbeiten werden. Aber letzten Endes geht es ja für uns darum, dass wir hier diese Umweltauflagen in unseren Verordnungen und Regelungen entsprechend unterbringen können. Aber wir haben letzten Endes zugesichert, dass wir dann auf internationaler Ebene das Ganze noch einmal bearbeiten werden. Zur Frage, ne, Beispiele, was den Green Deal betrifft, da könnte ich jetzt eine lange Liste vortragen, wo die neue GAP kompatibel ist mit den Green Deal Zielen. Ich nenne mal im Bereich der sogenannten Konditionalität, der Glötzstandard, gebe ich mal das Beispiel Glötz 7, bedeckter Boden, ja, dass also keine Quelle da ist, dass Kohlenstoff wieder abgegeben wird, ja, und dazu trägt eine Bodenbedeckung bei, oder der Glötzstandard 9, Stilllegung, ja, oder auch Zwischenfruchtanbau, ne, ist ein weiteres Element, ja, des Humusaufbau, der letztendlich dann auch zum Klimaschutz führt. Dann bei den Eco-Schemes kann ein Mitgliedstaat Carbon-Farming-Maßnahmen als Eco-Scheme wählen, also wiederum Humusaufbau, Kohlenstoffbindung, damit Beitrag zum Klimaschutz. Die Stilllegung zum Beispiel auch sicherlich ein Beitrag zur Stärkung der Artenvielfalt. Und klar, auch die stärkeren Orientierung in der zweiten Säule an Agrarumweltmaßnahmen und auch Tierwohlmaßnahmen ist ja auch Teil des Green Deals, Farm to Fork, ja, auch stärkeres Tierwohl und mehr Geld, übrigens auch bei den Investitionen, mehr Geld, das honoriert wird, ne, wenn es für Tierwohl eingesetzt wird, auch das sicherlich ein Beitrag für die Green Deal Ziele. Und so könnte man die Liste ohne weiteres fortsetzen. Thank you very much. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne das Wort noch an Fabio geben. Bitte schön. Okay, so apparently Fabio is not there. Es sieht so aus, als ob Fabio nicht zugeschaltet ist. Dann gehen wir weiter. Hester Hassinen von der finnischen Nachrichtenagentur. Ich habe zwei Fragen. Ich möchte zunächst einmal zur Flexibilität fragen. Einige Mitgliedstaaten, Finnland unter anderem, haben darum gebeten, dass wir Flexibilität brauchen, und zwar zwischen den Direktzahlungen und dann dem Budget für ländliche Entwicklung, Eco-Schemes und klimarelevante Maßnahmen. Gibt es hier jetzt genügend Flexibilität? Können die Mitgliedstaaten hier auch entsprechend mit genügend Spielraum arbeiten, wenn es um klimarelevante Maßnahmen geht und Unterstützungsmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums? Und dann eine zweite Frage, hier geht es um Feuchtgebiete. Die Kommission hat gesagt, dass wirklich alle Feuchtgebiete geschützt werden sollten. Könnten Sie erläutern, wie man das im Einzelnen machen möchte? Gut. Ja, Verzeihung, Torfgebiete. Zur zweiten Frage, weil das ist ja ein sogenannter Geig, ein Bestandteil der Konditionalität, Schutz von Feucht- und Torfgebieten. Hier ist eindeutig festgehalten, dass die geschützt werden müssen, und ab 2025 sollen dann die Mitgliedstaaten auch, wenn man so will, geeignetes Kartenmaterial liefern. Übrigens war das eine ganz spannende Angelegenheit. Manchmal kann man auch als Parlamentarier lächeln, weil die Mitgliedstaaten gesagt haben, sie sind zurzeit noch nicht in der Lage, genau zu definieren,
wo eigentlich ihre Feuchtgebiete eigentlich sich befinden. Ist ein Kompromiss, aber das ist natürlich, deckt sich auch mit unserer Erfahrung, die müssen besonders geschützt und erhalten werden. Ist normalerweise kein Widerspruch. Die sind ja seit zig Jahren durch Landwirte bewirtschaftet und die Bewirtschaftung kann auch weitergehen. Sehe ich als eine gute Geschichte, auch ein gutes, wenn man so will, Aushängeschild für die europäische Agrarpolitik. Das Zweite, die Flexibilität ist also allumfassend gegeben. Die Grundflexibilität 15% kann man Gelder von der ersten in die zweite Säule verlagern. Man kann auch Geld von der zweiten in die erste Säule verlagern. Wichtigster Gesichtspunkt, das ist manchmal vielleicht ein bisschen jetzt Arithmetik, aber uns war es wichtig und da haben wir auch die Zustimmung bekommen dann zum Schluss nach langen Verhandlungen, egal wo sich das Geld befindet, in der ersten oder in der zweiten Säule, nachdem man verlagert hat, muss quasi das sogenannte Ringfencing, die Verteilung der Gelder, wieder erfolgen, sodass also Geld für den Umwelt- und Klimaschutz nicht verloren gehen kann. Und natürlich die Mitgliedstaaten können jederzeit sich dann mehr engagieren. Aber die Flexibilität, das war die erste Frage zwischen den Säulen, ist gegeben. Ich würde sagen, in wirklich mehr als ausreichendem Maße. Thank you very much. Vielen Dank. Gibt es jetzt noch weitere Fragen von den hier im Saal Anwesenden? Wenn das nicht der Fall ist, dann doch eine Ankündigung. Die Pressemitteilung des Parlaments ist schon auf der News-Section des Parlaments veröffentlicht worden. Auch die Hintergrundinformationen, Q&A. Also da gibt es noch weitere detaillierte Informationen zum Deal und zur Einigung. Und ich bedanke mich bei den hier Anwesenden für die Pressekonferenz und noch einen schönen Tag.